Hallo, hey yo, Friends, was geht ab? M-Star ist am Start, heute mal mit Greenscreen, ihr wisst Bescheid. Kein komischen Hintergrund mehr, erstmal. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. Wir haben in irgendeiner Art und Weise die Fähigkeit verloren, viele Sachen mit uns rumzutragen. Weiß gar nicht warum. Hab ich den Rucksack etwa wieder ausgezogen oder was? Panzerung. Nö. So, wir haben auf jeden Fall beim letzten Mal ein paar nice Gegenstände bekommen. Den kann ich nicht mehr reparieren, ne? Ne, unreparierbar. Und wir haben den Aderlasser ein bisschen getestet. Drei Reparaturen, aber ich habe bloß zwei Schuss dafür. Sollen uns eine reinballern? Nö, geht alles. HP? Haben wir irgendwas? Nee, es geht eigentlich noch. Die sind aber immer noch überladen. Das war nicht sehr sinnvoll. Ansonsten, wie geht's euch? Ich hoffe doch, sehr gut. Mir geht's gut, würde ich sagen. Ja. Ich habe gerade erfahren, dass ich noch eine nice Nachzahlung kriege von Betriebskosten. Meine Vermieterin hat offensichtlich wieder irgendwo einen Schnäpper geschlagen. Bin natürlich Freund von. Habe ich gar nicht mit gerechnet, nachdem ich jetzt so viel für den Stream herausgehasselt habe, kommt das echt sehr gelegen. Das ist jetzt schon das zweite Jahr in Folge, dass ich irgendwie Kohle zurückkriege. Und zwar ein Sümmchen, also es war jetzt nicht wenig. Finde ich gut. Das ist mein Geld übrigens, ne? Da kriegt niemand was von ab. Falls sich da schon wieder irgendjemand privilegiert fühlt. Piss euch. Alles meins. Und alles investiert. In diesen Stream. In diesen YouTube-Channel. Yo. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Wollten wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken? Ey, es wird gleich hell, das ist gut. Wir warten jetzt noch ab, dass es hell wird. Ich will eigentlich schon noch mal hier. Aber da ist so viel. Da sind so viele Leute, die sich hauen wollen. Da haben sich auch eine Menge Leute gehauen. 5:22 Uhr. Wir müssen, ich glaube, um 7 oder so wird's hell. Vielleicht aber auch schon um 6:30 Uhr. Okay. Erstmal nichts Besonderes, ja. Ich dachte, die haben hier so eine Selbstschussanlagen oder sowas. Ja. Es geht mir gerade noch so durch den Kopf. Ich glaube, ich muss langsam mit diesen Gameplay-Videos und Let's Plays. Warum hauen die sich denn gegenseitig? Finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Ich werde einfach den Überlebenden wegnatzen. Das ist ja ein glücklicher Zufall. Wo bist du? Nice. Was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Trockenfrüchte. Oh, ein Schlagstock. Nice. Ein Aufnäher haben wir uns geklaut. Cool.
Tja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ein Hammer, eine schwere Waffe. Boah, der ist ja sogar ziemlich gut. Tomatensaft ziehen wir uns mal rein. Polymergewebe brauchen wir eigentlich nicht. Gott, wir sind so schwer, das ist echt komisch. Ach, scheiß auf die Makaroni. Können wir irgendwas auseinanderbauen? Ah, 135. Ich weiß nicht, die Sachen sind alle ziemlich gut hier. 120. Nee, rohes Fleisch sollten wir lieber nicht essen. 46. Ist immer noch zu schwer. Wie viel bringt das? 0,35. Nee, ich will nicht alles wegsaufen. Oh Mann! Ah ja. Den hätten wir zwar auch gut gebrauchen können, aber. Was sagt ihr noch? Kommen wir nicht auf den grünen Nenner. Auf den grünen Zweig, meine ich. Schrot. Brauchen wir alles. Zu viele Waffen dabei. Welche Waffe ist besser? 300 mal 1, 250. Immer noch so schwer. Man nimmt nicht dieses Zeug hier auch Gewicht ein? Dann müssten wir ja vielleicht einfach nur was reparieren. Und zwar den Aderlasser. Ne, wir sind immer noch gleich schwer. Der muss kaputt gehen, einfach der Knüppel. Oder ich baue ihn einfach auseinander jetzt. Ja, gut. Geklärt. Was geht hier drinnen ab? Das wüsste ich gerne. Können wir uns noch eine Salbe bauen? Eine. Beste Leben. Keine Kippen. Warte mal, wir brauchen noch mal kurz. Oh nein, er ist schon despawned, oder? Ja, schade. Die Mütze. Eine wilde Kartoschka. Schon wieder zu schwer hier. So. Was ist das da für einer? Ein Verbrenner. Gott, der hat 3000 HP. Ich glaube, den lassen wir mal lieber stehen, oder? Oder würde es was bringen, wenn ich auf seinen Tank schieße? Let's find it out. Trifft doch. Lass dich davon nicht abbringen, ich hätte ihn erschießen müssen. Warte mal, wir müssen uns jetzt einfach mal kurz das reinziehen. Okay, also er kann doch in die Knie gehen.
Ey, was hat denn das für eine Reichweite, bitte? Wo ist er denn jetzt hin? Das ist jetzt noch natürlich eine schwierige Situation. Ich wollte gerade sagen, der kommt doch bestimmt her. Vielleicht können wir ihn einfach von hinten attackieren, wenn wir ihm ein paar auf den Dutz geben, dann sollte es eigentlich funktionieren. Flammenwerfermann wird sterben. Seine hat wieder volles Leben, dann nicht. Nee, 1218. Okay, let's do it. Wow. Ah, schade. Ich dachte, wir kriegen wenigstens irgendwie seinen Flammenwerfer oder so, das wäre awesome gewesen. Nö. Dann gucken wir mal noch, was hier in der Bude so abgeht. Schocker. Ey, warte mal, den hätte ich doch auch gehabt, ne? Wo ist denn der? Da. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Ha, Pistolenpatrone, ja, nehmen wir natürlich gerne. So, warte, wir müssen nochmal das Rezept lernen, was wir hier gerade aufgesammelt haben. Okay, haben wir offensichtlich schon. Im Herd. Kaninchen. Lecker. Soja-Extrakt. Nicht lecker. Geule. Ich weiß nicht, warum ich so schwer bin. Warum ich nicht mehr 60 Kilo mitnehmen kann. Okay, hier ist gar nichts mehr sonst. Aber wir haben jetzt die Pläne für den Schocker, das ist schon mal cool. Hier ist noch ein Kraut, sehe ich gerade. Ja, was ich sagen wollte, wir müssen, das wird wahrscheinlich erstmal das letzte Gameplay-Video für ein paar Wochen vielleicht. Ich werde mir jetzt mal Mühe geben, ein paar, nicht mehr so Quantität, sondern vielleicht ein paar Qualitätsvideos rauszuballern. Dann kommen wahrscheinlich nicht mehr 5 Videos die Woche. Und ein paar weniger, weil ich ja dann auch mehr Zeit brauche, das zu recherchieren und zusammenzubasteln und so. Das hier ist ja im Prinzip einfach gemacht. Ich setze mich einfach 20 Minuten hin, rekorde und lade es direkt hoch. Da ist nicht viel Arbeit dabei. Das muss ich jetzt mal... Das will ich jetzt mal ein bisschen in Angriff nehmen, ein bisschen den YouTube-Channel mal umgestalten, ein bisschen pushen.
Oh, so nice Sachen jetzt hier. Sind schon wieder zu voll. Lass mal durchziehen. Ich muss leider Sachen wegwerfen. So dumm das auch ist. So dämlich das auch ist, aber ich muss leider Sachen wegwerfen. Okay, aber wir haben jetzt echt eine nice Waffe, glaube ich. Vorne sind noch ein paar andere Crips. Das nutzen wir doch mal als Thumbnail, würde ich sagen. Oder gibt es vielleicht noch ein Straßenschild? Oh, was sind das da? Standartenträger oder was? Eine Statue. Statue, Gott sei Dank nur. Was ist das für einer? Ein Feldwebel. Boah, der macht ja richtig Aua. Ich muss irgendwie an meinen Medipack kommen, aber ich weiß nicht wie. Der rennt mir richtig fleißig hinterher. Haha. Hä, wie hat er das denn gemacht? Springt einfach auf den Boden und ich sterbe dadurch, oder was? Ja, voll in den Sack, Alter. So ein Penner. Kann er auch nicht einfach bringen. Da muss ich aber doch nochmal los. Feldwebel. Nicht gut. Ja, jetzt gehen uns langsam hier die Sachen aus zum Heilen. Scheiß. Na, den können wir leider nicht mehr besiegen. Ich weiß noch nicht, wo wir starten würden. Wahrscheinlich hier unten wieder bei der Oase. Das wäre schon scheiße. Das wäre schon richtig mies. Ja, also es wird dann in nächster Zeit ein bisschen mehr Quality-Content kommen. Ich denke mir ein paar andere, nicere Sachen aus, die ich mal zeige. Aber so die Gameplays, das ist einfach... Es war ein Versuch von mir quasi, das so aufzuziehen. Aber ich glaube, der Markt ist in der Hinsicht einfach ein bisschen übersättigt und ich muss auch, will auch ein bisschen gucken, dass ich auch Klicks kriege. Ganz klar. Meine Lebenszeit ist nicht unendlich. Sonst würde ich das hier machen, bis zum geht nicht mehr. Können wir mal gucken, wo es hier reingeht. Ich dann rauskomme. Speichern mal vorher. Wo kommen wir hin? Ach, hier schon wieder. Zu dieser nicen Holzkiste hier. Und diesem Sack. Macaroni drin sind. Ja, bringt nicht wirklich viel herzukommen.
Gehen wir wieder zurück. Ja, Freunde, aber wir zocken das Game auf jeden Fall noch zu Ende und wenn es dann wieder neue Games gibt, so richtig Dinger, die mich vom Hocker hauen, dann würde ich mich auf jeden Fall auch wieder ransetzen und wir ballern dann einfach so ein Gameplay durch hier. Ja, ansonsten war es das erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Haut rein, ihr habt euch wohl und see you later. Schöne Woche erstmal.